Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Oh, mein Fuß ist eingeschlafen. Zu einem neuen Video. Wir wollen die neue Fernbedienung anlernen. Und dafür haben wir ja den Fire TV. Wir haben den gerade eingestellt und angemacht, den neuen. Den muss ich mich jetzt nur noch auf den Konten anmelden. Aber wir wollen vorher auf Fernbedienungen, Bluetooth-Geräte. So. Das Gerät, Fernbedienung, bla bla. Aktualisiert. Ja, jetzt wird erstmal die Fernbedienung aktualisiert. Kann 1 bis 2 Minuten dauern. So, automatisch. Zack, bumm. Macht er aber in der Regel eigentlich automatisch. So, Amazon Fernbedienungen, neue Fernbedienung hinzufügen. Suche läuft. Und jetzt drücken wir einfach den Hausknopf. Wie da steht, für ein paar Sekunden. Jetzt den Mittelknopf. Halten? Die meinen, glaube ich, halten. Drücken Sie Auswahl auf Ihrer, ach so, auf der alten Fernbedienung. So. So, jetzt sind beide gekoppelt. Hoch, runter, hoch, runter. So, also habe ich zwei Fernbedienungen jetzt praktisch. Die werde ich aber noch rausnehmen. Da werde ich die alte Fernbedienung für hier nehmen und die packe ich hinter an der Tür, wenn mal was ist. Und die wird dann halt für ein Schlafzimmer, also praktisch für den alten Fire TV, weil hier die Klappe noch fest ist. So. Und jetzt können wir ja mal testen. Umschaltzeit ist echt schnell. Ein Update aktualisieren. Gott, Entschuldigung, Ben ist eingeschlafen. So schnell geht das. Aber wie ihr seht, wir können die Fernbedienung Version 135, Version 6. Ich kann jetzt nochmal drücken zum Trennen. So, Auswahltaste, zack. So, jetzt ist die Fernbedienung getrennt. Das ist die originale. Ich habe jetzt halt praktisch die. Und nehme mir jetzt praktisch die alte Fernbedienung vom Fire TV Cube, der vorher hier im Wohnzimmer war, wo ich gesagt habe, hier, das hält nicht mehr so richtig. Und ich sage jetzt einfach ein neues Gerät hinzufügen. Halte das Haussymbol hier gedrückt für 10 Sekunden. So, dann muss ich den Mittelknopf drücken bei der neuen, bei der Fernbedienung, die gekoppelt ist. Und jetzt blinkt es hier hoch oben und die wird, sieht man das? Die wird praktisch jetzt hinzugefügt.
So, achso, jetzt muss ich nochmal bei der halt bestätigen. Suche läuft. Der war da, jetzt war da aber der Wurm drin. So, Fernbedienung neu hinzufügen. So, Suche läuft. Bereit zum Koppeln. Drücken Sie auf der alten Fernbedienung. So, jetzt haben wir wieder gekoppelt. Die alte, die neue. Und kann praktisch die jetzt hier in den Schrankwand legen. Und habt ihr die. Aber wir haben halt nicht die Möglichkeit, die Fernbedienung jetzt irgendwie anzupassen. Das ist jetzt sehr schade. Lieblingssender haben wir nicht. Live-Sender. Da wird auch nur Pluto und Join. Da wird zum Beispiel meins gar nicht unterstützt. Also mein 1 und 1 Kindersicherung aus. Quellen synchronisieren. Gehen wir mal raus. Und jetzt drücke ich mal die Fernsehsymbol. Comedy Central, drücke OK. Okay, er hat funktioniert. Das macht er dann über. Ja, über Join macht er das dann. Finde ich auch ein bisschen schade, dass man da nicht seine Fernseh-App wie 1 und 1 jetzt zum Beispiel dazufügen kann. Das ist ja aber so, dass es überhaupt gibt. Join ist gratis. Ist nicht schlecht. So, dann werde ich mich jetzt mal langsam bei meinen ganzen Konten wieder anmelden. Wir haben die Fernbedienung angemeldet. Vielleicht kommt später noch irgendwie ein Trick, dass man die dann separat zuweisen kann, die Knöpfe. Wäre natürlich nicht schlecht. Aber bis jetzt ist es halt leider nicht die Möglichkeit, dass man das machen kann. Finde ich sehr schade. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir dadurch praktisch hier auf dem Homebildschirm hier Prime Video, Netflix, Disney Plus, drei Apps kann ich mir hier vorne wegpacken, weil die habe ich über die Fernbedienung. Ich werde es aber wahrscheinlich doch lassen, weil ich meistens trotzdem hier drüber steuern werde. Mal gucken, wie sich das einschleicht mit der Gewohnheit. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Däumchen wie ein Träumchen. Bis Ahoi, bis zum nächsten Mal. Nee, Ahoi, bis zum nächsten Mal, sagt euer Odin.